Und weiter geht's hier bei Pokémon. Ich habe ein paar kleine Änderungen bezüglich der Items vorgenommen. Ich habe unserem Relaxo, weil der dementsprechend halt eine schlechte Initiative hat, mal die Flinklaue gegeben. Die habe ich Serpi-Dingenskirschen weggenommen. Und dafür habe ich dem dann die Überreste gegeben. Ich denke, das ist vorübergehend zumindest eine ganz gute Lösung. Wird sich bitte auf jeden Fall nochmal ändern. Relaxo bleibt vielleicht die Flinklaue, aber bei... Ich habe gerade den Namen der zweiten Form nicht. Moment, wer heißt der in der zweiten Form? Evoserp, genau. Wir schauen mal, was wir dem geben. Und, naja. Wie gesagt, wir schauen mal. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir beim letzten Mal alle schon besichtigt. Warum ich hier herumlungere? Weil ich Lust drauf habe, deshalb. Ach ja, wenn nur eins meiner Pokémon surfen beherrschen würde, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Ich hätte gern endlich meine Angel, denn damit könnte ich hier jetzt beispielsweise auch ein Pokémon fangen. Weil ich habe ja gesagt, immer neue Orte und die Stadt ist ein neuer Ort. Das da unten war ja schon wieder das Kühllager oder wie sich das genannt hat. Und wir könnten in den ganzen Städten, wo Wasser ist, halt was fangen, aber wir bräuchten endlich meine Angel. So. Hi. Ob sie im Kampf nun Blitz einsetzen oder Sturmböen. Alle Pokémon haben ihren eigenen Willen. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gerade gefällt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du extra gekommen bist. Du bist ein Trainer, oder? Man sieht sich nur deinen Pokédex an, der ist ja einfach fantastisch. Sag mal, könntest du mir vielleicht eine kleine Bitte erfüllen? Ja, kommt halt auf die Bitte an, aber schieß mal los. Ich würde so gerne mal ein Pokémon sehen, das die Attacke Stärke beherrscht. Du weißt schon, Stärke halt. Es wäre schön, wenn das heute ginge. Mir Stärke nicht sogar? Doch, haben wir, aber das kann halt niemand erlernen. Also zumindest nicht von unserem Vollmsklaven. Ja, dann muss ich mir unbedingt noch was überlegen. Ich brauche mal irgendeinen anderen Typen dafür, aber das brauchen wir nicht jetzt. Das mache ich mal aufscreen. Da fange ich einfach irgendeinen Typen dafür. Und dann schauen wir mal, das Sodamark war ja nur vorübergehend mal drin. Der ist ja eigentlich kein wirklicher VM-Sklave. Sowas wie Kingler wäre geil, weil der kann halt gleich 3 oder 4 verschiedene VMs erlernen. Da bräuchte ich halt nicht immer wechseln, aber die Frage ist halt, ob so ein Pokémon irgendwo auftaucht. Es gibt doch sehr, sehr viele Pokémon, nicht? Und je nach Art können sie unterschiedliche Attacken lernen. Oder eben nicht. Auch wenn das teilweise so ein bisschen lächerlich ist. Ich meine, ein Gigantes kann Fliegen erlernen. Aber ein... Keine Ahnung. Klurak nicht. Also, das ist manchmal schon ein wenig fragwürdig, mir Attacken. Das war es schon immer. Ich meine, Gyarados zum Beispiel. Warum hat Gyarados den Flugtypen? Es gibt Dinge in der Pokémon-Welt bezüglich der Typen, die hat noch nie jemand verstanden. Hey du, hast du das Pokémon dabei, das du vom Professor Esche bekommen hast? Dieses Pokémon kann eine besondere Attacke lernen. Egal auf welcher Entwicklung... Der bringt mir aber jetzt nicht die ultimativen Attacken bei, oder? Es muss dir gegenüber aber zutraulich sein, sonst klappt das nicht. Müsstest du ihm die Kombi-Attacke beibringen? Moment. Bringt der mir jetzt ernsthaft... Das kann gar nicht sein. Feuersäule. Moment, ich muss gerade. Ich dachte eigentlich, dass er den Startern jetzt diese Mega-Attacke beibringt, also beim Pflanzenstarter halt Fauna. Nee, Moment. Feuer war Lohe-Kanonade, Wasser war Aqua-Haubitze und Pflanze war Fauna-Statue. Aber nee, bringt er nicht. Ein Angriff mit Teufel. Wäre eine Idee. Aber Funkenflug ist stärker, deswegen lasse ich das. Flügelschlag. Ja. Braucht er nicht. Aber. Nein. Aber Dingenskirschen kann die ja auch erlernen. Und damit hätte der endlich eine gescheite Pflanzenattacke drauf. Also, ja. Ach, ist noch nicht zutraulich genug. Ach, goddammit. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall später wieder her. Ich will, dass er das erlernt. Ein Mitglied von Team Plasma hat mich zum Kampf gezwungen. Das Resultat, er hat gewonnen und mir all meine Pokémon weggenommen. Ja. Pech gehabt. Wenn du willst, verrate ich dir mal, was mein lieber Dingenskirschen, mach dir keine Sorgen, falls ein deiner Pokémon in meinem Kampf mit einem anderen Trainer mal am Item weggenommen wird. Das bekommst du nach dem Kampf nicht zurück. Einweg-Items sind und bleiben aber natürlich weg, nachdem man sie eingesetzt hat. Sei mir gegrüßt, verehrter Trainer. Ich arbeite in einem Tiefkühl-Container. Wie? Der Tiefkühl-Container ist ganz im Süden der Stadt. Da waren wir ja schon. Da
Wir haben hier jemanden gefangen. Nee, Quatsch, haben wir noch niemanden gefangen. Da haben wir nur gegen den einen Trainer gekämpft. Was laber ich? Relaxo hatten wir drauf auf der Brücke gefangen. Er ist schon ein Stück her. Den hatten wir schon. Hatte ich dich schon? Siege verdanke ich allein meinem Team, aber Niederlagen gehen auf mein Konto. Das ist mein Motto. Man muss bescheiden sein, wenn man auf dem Boden bleiben will. Das ist eigentlich ein ganz cooles Motto. In der Nähe der Tiefkühlcontainer findest du ein paar Kinder, die Pokémon fangen und trainieren. So, habe ich jetzt hier alles. Auf dem Markt waren wir schon. Die Häuser haben wir auch abgehakt. Da war ich auch. Was war hier rechts? Da war der Strand mit dem Typen. Also Strand in Anführungsstrichen. Okay, hier ist noch irgendwas. Ach, das ist die Arena, oder? Arena-Leiter-Turnier. Ach, Quatsch. Arena-Leiter-Turner. Ich bedauere sehr, aber der Gute ist gerade in irgendwo. Wenn du dich also bitte später noch einmal hier einfinden würdest. Ich habe jetzt Arena-Leiter-Turnier gelesen, weil es in der 5. Generation tatsächlich die Turniere gab und eins davon war das Arena-Leiter-Turnier. Es gab auch die Champion-Turniere oder wie das hieß, da hat man dann gegen alle Champs gekämpft und so weiter. Aber ich glaube, das gab es erst in Schwarz und Weiß 2. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gab es erst da. Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Hat das deine Neugierde geweckt? Dann schau doch mal bei ihm vorbei. Ich will erstmal schon, was hier in der Kirche ist. Wow. Menschen, die diese Welt besuchen haben, lassen schon mal Items dahin zurück. Die Kontaktebene ist eben wirklich etwas Einzigartiges. Als ich einmal jenseits der Brücke war und weder ein- noch auswusste, weil ich mich verlaufen hatte, war es ein völlig Fremder, der mit Hilfe kam. Einander zu helfen, ist eben doch einer der Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens. Das musst du einigen Leuten mal beibringen. Zu leben meist die Zeit, die einem gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht zurückdrehen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Der eine hilft um mehr Anerkennung willen, der andere, weil er sich eine Belohnung erhofft. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, deswegen zu helfen. Entscheidend ist, dass man hilft. Alles andere ist nebensächlich. Glaubst du, es ist möglich, dass sich alle Welten, alle Menschen auf der Welt verstehen und vertragen? Nein, niemals. So ist es wohl. Aber du und dein Pokémon-Team, ihr versteht einander, oder? Bitte sag, dass es so ist. Was sagst du bei ja? Hm, das denke ich auch. Ja, lol. Glück ist vergänglich. Nichts währt ewig. Es lohnt sich also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und anderen damit eine Freude bereiten kann. Okay. Ich dachte, man kriegt hier vielleicht mal noch irgendein Item oder so, aber nö. Ist kein Bock. Schauen wir mal, was auf der linken Seite noch ist. Oder ob es da gerade schon zur nächsten Route weitergeht. Und das ist Route 6. Ich würde sagen, wir können hier ein Pokémon fangen, Leute. Aber mache ich das jetzt schon? Oder machen wir erstmal bei diesen Tiefkühlcontainern weiter? Ja, ich bin mir unsicher. Komm, wir schauen einfach nach. Oh, das ist geil. Ein Rotomorph. Pokémon der 5. Generation, die Weiterentwicklung ist saustark. Typ Stahlkampf, auch ein extrem cooler Typ. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir. Aber der kommt mit der ersten mit Schaufler. Ist natürlich ungünstig. Ja, den Schaufler kassiere ich, aber so viel Schaden, dass ich mal in meinen Kombis ist ein Relaxo. So, wenn er pennt, kann ich hier auch leichter einfangen. Die Statuseffekte haben ja Auswirkungen darauf, ob man den Pokémon fängt oder nicht. Und beziehungsweise ob man sich schneller fängt oder nicht, und Schlaf ist halt das Effektivste. Wenn ihn zum Beispiel paralysiert, ist zwar die Wahrscheinlichkeit, dass er im Ball bleibt, auch höher, aber am allerhöchsten ist sie halt, wenn er dazu noch schläft. Also Schlaf ist das Beste, was man machen kann, wenn man Pokémon fängt. Aber vielleicht reicht der Finsterball auch so. Ne, reicht er nicht? Okay. Dachte ich mir, macht aber nichts. Jetzt Penta und spätestens jetzt sollte er auch im Ball bleiben, was ich meine. Alles andere würde mich jetzt stark wundern. Bleib drin.
Seht ihr? Sehe ich doch. Okay, wunderbar. Geiles Pokémon. Aber der ist nur Typ Boden. Okay, das ist interessant. Weil der andere war Kampfstahl. Also die Weiterentwicklung. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit irgendjemandem? Nee, die Weiterentwicklung müsste Kampfstahl sein. Aber was? Stahlboden? Egal. Gut, wunderbar. Damit haben wir auch hier ein Pokémon. Und ich würde mal sagen, ich weiß schon, wer dafür unser Team verlässt. Nämlich unser liebes Ephoserp. Da der liebe Rotomorph nämlich in allen Punkten besser ist, würde ich sagen, ist das doch wunderbar. So. Pokémon bewegen. Ja, das sollte natürlich nicht in die Todesbox, denn er ist nicht tot. Moment, ich sollte erstmal. So, Ephoserp. Und dann kann ich von dem ja auch wieder die. Verdammt. Okay, Sekunde eben. Ich will die Überreste von dem mir noch kurz nehmen. Nein. Das da. Da. Item. Nehmen. So. Kann der beruhigt in die Box gehen? Und wir müssen tatsächlich, ich glaube es selber noch nicht, eine Ersatzbox anlegen. Eine Box, wo die Pokémon drauf landen, die uns nicht gestorben sind, die wir aber auch aktuell nicht im Team haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt, aber es kommt tatsächlich so weit. Und das Granbull könnte eventuell sogar stärker erlernen. Stimmt, die habe ich mir auch mal als VM-Sklaven ins Team genommen. Und dafür würde ich sagen, nehmen wir die hier mit den schönen Hochhäusern, nämlich die Box 2. So, das wird unsere Ersatzbox. Da kommen alle rein, die wir fangen, wenn unser Team schon voll ist. Und ich würde sagen, das ist doch wunderbar. Rein mit dir. Top. Okay, wunderbar. So, was kannst du? Mal das neue Pokémon inspektieren. Metallklaue ist schon mal geil, Schaufel ist geil, Klauenwetzer, naja. Ja, die Kratzfurie werde ich höchstwahrscheinlich wieder durch Rückkehr ersetzen, weil 18 Stärke, ich glaube, das gab es noch nie. Also die Dinger enden ja normalerweise immer mit 0 oder mit 5, aber 18? Okay, das habe ich doch auch noch nicht gesehen. Manche Attacken wirken in Sandstürmen besser. Initiative Angriffen. Spezialangriff ist Müll, aber das war zu erwarten. Die Initiative ist hoch. KP. Okay. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Gut. Mal schauen, kannst ja irgendwas. Rückkehr. Ja, wird auf jeden Fall Rückkehr lernen. Denn. Das ist wie gesagt besser als der andere Scheiß. Weg damit. Schaufler, Felsgraben. Felsgraben, naja. Raub. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber ich habe mal eine Undichtattacke. Ich weiß nicht, hat schon irgendjemand eine? Ich glaube nicht. Was haben wir sonst noch? Blitz. Voltwechsel kann der eh nicht erlernen. Käfertrotz. Kraftschub, Strauchler, Zertrümmer. Zertrümmerer wäre eine Idee. Damit haben wir auf jeden Fall eine Kampfattacke dabei. Und ich würde sagen, das geben wir ihm auch. Ich sehe hier zum Glück nur noch eine TM und keine VM mehr. Von daher. Dafür geht Klauenmetzer. Und dann haben wir eine normale, eine Stahl, eine Boden und eine Kampfattacke. Würde ich sagen, das ist doch wunderbar. Achso, was haben wir noch für ein Item für ihn? Noch irgendwas für ihn. Expertenjurt. Wachoband. Was war denn da? Rauchball. Schattenglas. Feuerstein. Ich habe jetzt nicht wirklich was, das ich ihm geben kann. Ja, komm, dann kriegst du halt die Überreste.
Und wie bei jedem neuen Pokémon habe ich ja gesagt, gleichen wir das Level etwas an. Mal wieder 25, wie gesagt, ich übertreibe es nicht, ich passe es nur etwas ans Aktuelle an, weil ansonsten müsste ich den leveln und das würde Stunden dauern, vor allem später dann, wenn wir viele Level drüber sind. So, Relaxo lasse ich mal, den tue ich jetzt einfach so trainieren. Ist bei Relaxo auch kein Problem, bei dem brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn der Mann ein Level drunter ist oder so. Doppelkampf wäre jetzt mal geil. Okay. Heilen wir uns noch schnell und dann geht's weiter. Bei den Tiefkühlcontainern oder wie sich der Ort nannte. So, okay, weiter geht's. Schau mal, dass wir auch noch ein paar Kämpfe mit in den Part reinpacken. Also ich bin zufrieden, der aktuell läuft. Ich meine, wir haben jetzt einen Relaxo, wir haben einen Rotomorph, wir haben einen Glurak, wir haben einen Roserade. Das sind allesamt geile Pokémon. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Ja, zwei Pokémon und es kommt ein Dusselgor, ja. Das ist natürlich kein Gegner. Wir haben aber auch Glück mit dem, was wir fangen. Auch von denen, die uns bisher weggestorben sind. Wir hatten echt Glück. Also sowas wie das Dusselgor hier zum Beispiel. Hatten wir ja bisher noch gar nicht. Das finde ich echt toll. Und die Flinklaue wirkt sehr gut, dass ich die dem gegeben habe. Ah, er kommt mir mit Ruckzuckhieb. Das ist natürlich trotzdem schneller. Wenn zwei was Erstschlaggarantie hat, also in dem Fall jetzt sowohl die Flinklaue als auch die der Ruckzuckhieb, dann geht es wieder ganz normal nach Init und da ist er halt schneller. Ja, kann er gerne abwehren, wie er will, ist mir egal. Denn er kann eh nicht viel gegen das Relaxo machen. Jetzt kommt Mashok. Da kann ich natürlich mit Relaxo nichts machen. Das überlege ich gerade. Kampf-Pokémon. Pflanze wäre Dumomot. Ist das? Kannst du irgendwas an Attacken? Kannst du. Omot. Rein mit dir. Dann gehe ich mit Psycho ganz leicht down. So, Psystrahl und das soll es auch erledigt sein. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Oh, Geowurf, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber komm. Nicht sehr effektiv. Also bitte. So. Okay, wunderbar. Ja, unsere Teammitglieder sind jetzt alle nicht so hoch gelevelt. Chlorak ist halt mit Abstand am höchsten. Wäre halt schön, wenn die alle so Level 30 rum wären, aber den Gefallen tut man mir aktuell noch nicht. Um kleine Lieferungen kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst dir also jeweils die optionale Versandart aussuchen. Okay, da ist nichts mehr, dann gehen wir auf die andere Seite. Den hatten wir ja beim letzten Mal schon. War hier noch irgendwas? Hi. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Kann sicher nicht schaden, wenn du deine Pokémon auch damit ausrüstest. Der Beulenhelm, der ist cool. Wenn ein Pokémon von physischen Attacken getroffen wird, nimmt der Angreifer auch Schaden. Ein Beulenhelm ist echt ein interessantes Item. Wird einer mit einem Beulenhelm ausgestelltes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Weiß ich nicht, ob ich das jemandem gebe, wird sich zeigen. Zum Tiefkühlcontainer gelangt man durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container hier. Hier ist übrigens ein Getränkeautomat. Ich nehme jetzt eine Limo mit. So. Und ich nehme mir sogar noch so eine mit. Okay. Kein Durst ist auch gut. Und da haben wir ein AP Plus gefunden. Sehr schön. Und ein Äther. Moment, Tiefkühlcontainer. Hier haben wir auch noch kein Pokémon gefangen, oder? Nö. Das heißt, wir können hier direkt wieder ein Pokémon fangen, Leute. Also gerade läuft's. Wir hatten auf der Brücke eins. Wir hatten hier eins. Wir hatten auf Route 6 eins. Ich würde sagen, ab geht's. Was kommt diesmal? Okay. Das ist natürlich ein Flormel, kann ich nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich fange ihn, klar. Und er kommt auf die Box, aber
wie gesagt, gebrauchen werde ich ihn nicht. Oder zumindest jetzt noch nicht, wenn einer wegstirbt, kommt er natürlich rein. Die Weiterentwicklungen sind ja ganz cool eigentlich. Aber aktuell brauche ich den nicht im Team. Okay, so mal mit Superball. Krakelo und Krabums sind halt ganz geil, aber... Ja, bleibt nicht drin. Kannst gerne deinen Angriff holen, wie du willst, denn jetzt pennst du eh. Dann ist doch ein normaler Pokéball reichen. Ich meine, der schläft, komm. Also ihr seht, was der Schlaf ausmacht. So, wie gesagt, er kommt auf die Box. Und sollte einer wegsterben, haben wir schon mal einen Ersatz-Pokémon. Sollte ich übrigens mal einen Fehler machen und vergessen, in irgendeinem Part schon mal auf einer Route gewesen zu sein, um was zu fangen, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann wird das Pokémon natürlich nicht verwendet, weil kann natürlich sein, dass ich in irgendeinem Part mal aus Versehen schon eine Route betrete und dann 10 Parts später wieder an dem Ort bin und mich frage, ja, war ich da jetzt schon oder nicht. Wenn mal irgendwas sein sollte, einfach schreiben und dann nehme ich das Pokémon natürlich nicht mehr, ist ja ganz klar. Aber bisher ist ja alles noch in Ordnung. Oh, Scheren. Kisuke, meinst du wirklich, dass die Typen von dem Plasma da drin sind? Kelly ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft mir nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Ich will erst wissen, ob da hinten noch ein Item ist. Gib mir mal Schutz. Schutz. Na, wo ist er? Da. Was? Warum kommt da ein Pokémon? Höher gelevelt, oder? Ja. Zumindest gleich auf. Flucht. Ja, wie gesagt, die sind halt echt gerade nicht besonders hoch gelevelt, aber die Herzschuppe will ich natürlich dabei haben. Körner hat euch dazu verdonnert, nach dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in eure Fähigkeiten hat. Okay. Okay. Wie dem auch sei, mich beschäftigt irgendwie noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für den etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Das nervt, aber wir sollten uns echt mal da drin umsehen. Hm. Du kannst dir gerne ein bisschen herumtollen, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren, ist also ziemlich glatt. Ja, dieses Eisspielchen kennt man ja schon aus gewissen anderen Pokémon-Spielen. Da will mir noch ein Netzball. Man rutscht halt dann hier immer so hin und her. Da oben komme ich irgendwie noch nicht weiter. Okay. Ja, Schutz brauche ich jetzt auch nicht. Kekleon. Auch der kann jetzt nicht allzu viel. Ja, im Grunde genommen kann er gar nichts rückkehren. Ratzfurie, wie gesagt, das juckt nicht. Damit kommt er gegen Relaxo nicht an. Na, wobei. Ja, vielleicht hätte ich Relaxo doch das ein oder andere Sonderbonbon geben sollen. Aber passt schon. Willst du das Vieh jetzt bitte mal legen oder? Noch ist Rückkehr halt nicht so stark, weil die Pokémon bei uns halt noch relativ, mit Ausnahme von Plurak. Dadurch, dass sie alle relativ neu sind, noch nicht so einen hohen Beliebtheitsgrad haben. Aber desto öfter wir mit ihnen kämpfen und ihnen auch sowas wie Limonade und so weiter geben, desto glücklicher werden sie und dann wird natürlich auch die Attacke stärker. Dauert halt nur ein Stück. Aber ist auf jeden Fall besser schon mal jetzt als Tackle und Kratzer und so ein Gedöns.
Oh, fuck, Cesurio. Unlichtkampf, was mache ich jetzt gegen den? Unlicht, jetzt habe ich wieder mein Problem. Geist, Unlicht, Psycho, wie wirkt das aufeinander? Ist Psycho effektiv gegen Dingens? Ja, es müsste ja auf jeden Fall Schaden machen, theoretisch. Also selbst wenn es der Unlicht-Typ abschwächt, müsste es der Kampftyp ja normalerweise... Wie gesagt, der ist gefährlich, ich probier's jetzt einfach. Es hat keine Wirkung, okay. Der wirkt es gegen Unlicht nicht und wir müssen sofort wieder weg. No, bye. Guck mal hier, Stachelspore. Macht mir auch keinen Ärger mehr. Eventuell kann ich sogar mit Omot noch was machen, warte mal. Kann ich gar nicht wechseln, oder? Das mein Käfer dort sollte nicht viel Schaden machen, weil der ist ja wie gesagt Kampf, aber. Naja, mein etwas. Ja, mit Gemasse, du kannst meine Initiative sinken, wie du willst. Du bist paralysiert, das hängt dein Ding ins Grund um. Wie viel eigentlich? 80% oder so. So, jetzt kann ich das wieder nicht einsetzen. Ach, zerfix. Gehe ich jetzt bitte wieder auf Käfertrotz? Dankeschön. Sehr schön, Omort. Da kommen wir mit Finti, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das Vieh ist gefährlich. Und ich nutze die Gelegenheit gleich mal, um mich zu heilen. Schon dabei bin. Ja, wir haben halt mit Ausnahme von Relaxo nicht wirklich defensive Pokémon. Wir können zwar alle ganz gut angreifen, aber... So, jetzt erledige ihn. Ach, Folterknecht, ich hasse es. So, erledigst du ihn jetzt bitte. Dankeschön. Lang genug gedauert. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.